Hey, ich bin Jim von Supportnet. Heute will ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach einen E-Mail-Account bei GMX einrichtet und wie ihr damit das erste Mal umgeht. Und dazu öffnet ihr euren Browser. Wir haben hier Google Chrome auf und gebt einfach mal die Internetseite gmx.net ein. Das ist die GMX-Hauptseite. Hier könnt ihr ganz einfach dann auf E-Mail klicken. Und könnt euch verschiedene Mail-Varianten aussuchen. Für den Standard-Mail nehmen wir einfach die Free-Mail. Die ist umsonst und hat ja, 1,5 GB Speicherplatz. Man kann auch 10 freie SMS verschicken und einen Sicherheitsschutz. Klicken wir nun auf kostenlos anmelden. Nun könnt ihr sehen, ihr könnt ihr euren Namen eingeben. Also Anrede wie ganz Standard. Machen wir mal als Beispiel ein Herr Max Mustermann. Ort und Postleitzahl. Straße und die Hausnummer. Irgendwas gefällt ihm hier nicht. Muss ich wahrscheinlich ein bisschen ändern. Dann gibt man hier noch das Geburtstag ein. Genau. Hier kann man noch eine Handynummer eingeben. Falls wirklich mal das Passwort verloren gehen sollte, kann man über diese Handynummer das Passwort wieder zurücksetzen. Es kann hilfreich sein, wenn es mal wirklich passieren sollte, um wenigstens noch die Möglichkeit zu haben, ja, Passwort zu haben, um darauf zuzugreifen. Wir lassen das mal frei und gehen weiter. Hier kann man jetzt nun endlich mal die E-Mail eingeben, die man einrichten möchte. Bei uns nehmen wir mal Max. Und sehen wir hier nochmal Beispiele, die er vorschlägt, die man nehmen könnte. Hier nehmen wir einfach eine. Mustermann@gmx.net. Nehmen wir das mal. Ja. Müsste die Verfügbarkeit da sein, das werden sie vorschlagen wahrscheinlich. Der ist schon vergeben, obwohl er ihn vorgeschlagen hat. Dann nehmen wir einfach mal einen anderen. Nehmen wir den. Oh, den. Den gibt's noch. Dann gehen wir weiter. Hier haben wir nun die Passworteingabe. Also hier kann man jetzt den Passwort einrichten. Hier geben Sie eine E-Mail-Adresse, also eine E-Mail-Adresse ein, mit der das Passwort auch wieder zurückgesetzt werden kann. Das heißt, wenn ihr oben hier keine Handynummer eingegeben habt, dann könnt ihr hier eben anstatt der Handynummer eine andere E-Mail-Adresse eingeben, wo ein Passwort zurückgesetzt werden kann. Nehmen wir mal beispielsweise. Geheimfrage. Ja, und eine. Und dieses Zeichen muss man einmal eingeben, um zu zeigen, dass man kein Bot ist und wirklich ein Mensch hinter dem Rechner ist, der eine E-Mail-Adresse braucht.
Genau. Nun, wenn alles ausgeführt ist und alles richtig ist, hoffen wir mal, können wir genau, auf Zustimmen klicken. Natürlich könnt ihr nochmal die AGBs durchlesen und die Datenschutzhinweise. Oder auf einen neuen Tab öffnen und dann durchlesen, bevor ihr natürlich auf Akzeptieren klickt. So, jetzt klickt ihr auf Ich stimme zu, jetzt E-Mail-Konto anlegen. So, das hat geklappt. Ich biete dir noch mal ein paar verschiedene andere Sachen an, die man dazu buchen könnte. Das brauchen wir im Moment alles nicht. Also weiter zum E-Mail-Postfach. Nun ist es eingerichtet. Wir springen gleich zum E-Mail-Postfach und im nächsten Video zeige ich euch, wie ihr dann das erste Mal eine E-Mail verschickt, wie ihr E-Mails empfangt oder wie ihr Kontakte anlegt. Wir sehen uns. Ciao.